Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu We Were Here Forever. Wir haben beim letzten Mal hier das Ding aufgemacht und jetzt geht's hier weiter, wieder zusammen mit der Jasmin, live im Stream. Und ich weiß nicht, was wir jetzt machen müssen, vielleicht hier irgendwas drehen, keine Ahnung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Highlights auf YouTube. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren und ganz viel Spaß. Hey! Ey, Tuan, was geht? VIP-Titel direkt entzogen. Ist so. Ey, Tuan, wenn du Freunde hast, wieso sind hier noch keine Follower? So nicht. Ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert. Chat hat Spaß und ich krieg nichts mit. Ja, toll. Moin, Biggie. Biggie, hast du mitbekommen, hast du es gefixt mit deinem Tonproblem? Die haben keinen Twitch. Na gut. Was ist los, Jasmin? Ich finde nicht, wo ich den Autofokus von meiner Kamera in OBS ausstellen kann. In OBS? Ja. Das hat mir der KK Hunter mal. Oh. Okay. Warum? Farbbereich, Videoformat. Ich hatte bis vor kurzem auch extreme Probleme mit dem Ton. Und dann wurde mir da auch geholfen. Es war ein fucking kleiner Haken, den ich setzen musste in Windows, damit da der Ton perfekt ist. Ein halbes Jahr mit Tonproblemen gestreamt. Perfekt. Oh nein. Ich habe einfach immer gedacht, würde an der Capture Card liegen. Es lag einfach an Windows. Ja, ist egal. Wo hast du was machen müssen? Boah, ob ich das noch finde? Irgendwo in den Soundeinstellungen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. In der weiteren Soundeinstellungen. Ja, da kann ich dir mal den KK Hunter. Obwohl, der hat mir so ein YouTube-Video empfohlen, ne? Da wurde das direkt beschrieben. Ja. Weitere Soundeinstellungen und dann musst du unter Aufnahme die Capture Card. Ah, nee, das ist was anderes. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte das auch. Der hatte mir einen YouTube-Link geschickt. Irgendwie. Boah, ich weiß nicht mehr, der hat das am Fortnite gezeigt, keine Ahnung. Ich kann da nur auf den KK Hunter verweisen, den findest du auf dem Discord auch, bei Jasmin, glaube ich. Und bei mir, glaube ich, auch. Ja. Dem kannst du einfach mal schreiben, der hilft dir bestimmt. Definitiv. Aber ich bin jetzt zu blöd, den Autofokus wieder aufzustellen. Na, ist egal. Aber ich werde hier noch kurz. Ich kenne Nilsson nicht. Kennst du Nilsson, Jasmin? Ja, klar. Wer ist das? Oder was ist das? Was? Der hat mir. Der macht. Das ist der Technik-Guru auf YouTube, der dir alles auf OBS und sowas erklärt. Krass, kenn ich nicht. Durch den habe ich mein ganzes OBS eingestellt. Mhm. Ja. Nun gut. Nee, kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Das nervt mich jetzt, weil die schon wieder nicht fokussiert. Ah! Kündigungsgrund. Übertreib. Wo ist der KK? Bist du jetzt ready? Können wir weitermachen? Warte kurz. Warte kurz. Das sind auch meine zwei Lieblingsworte von einer Frau. Nein, aber bei mir ist es wirklich kurz. Aha. Wenn er schnell antwortet. Das war doch über Webcam-Eigenschaften und dann schon alles dreimal durchgelesen. Ah, Video konfigurieren, das war's. Ha, so. Ach, guck. So, bin fertig. Alles gut, ich hab's schon gefunden.
War gerade in der Küche. Alles gut. Bist du ready? Ich habe Intro schon fertig, du kannst starten. Ich bin schon ein Ja, Stückchen Intro war jetzt nicht weitergelaufen. mehr ganz besonders. Ach so. Gut, hallo, da sind wir wieder bei We Were Here Forever. Mit dem Sweet Lou, der einfach an mir vorbei. Intro! Das war das Intro. Warum spiele ich jetzt mit Maus und Tastatur? Oh Gott. Der Bin lost. Profi. Wo müssen wir jetzt lang? Hier oben? Ist da Also, auf? es gab so einen Fahrstuhl, Ach ja, aber stimmt. Der Fahrstuhl. da ist wieder so ein Rätsel. Hier, ne? Willst du jetzt noch mit in den Fahrstuhl? Oder Warte. soll ich alleine nach oben fahren? Warte. Ah, genau. Also da hinten. Ja, fahr mal selber und dann geh mal selber. Jo. Ich kann dir was rüberschicken, glaube ich. Ja, ich bin auf der anderen Seite. Was ist hier? Da ist Was nichts. ist das denn? Das ist ein Arm. Geh mal zum Rätsel. Darf ich mir das trotzdem einmal angucken? Oh, was ist das? Was brauchst du? Da ist irgendwo wieder so eine Uhr. Weißt du, so ein rundes Schloss. Ich muss mal kurz die Katze beseitigen. Jo. Also ich kann hier was eingeben. Aber nur ein. Özel. Ach so, auf was wartest du denn jetzt? Genau, du sollst da zu diesem einen gehen und ich schaue mal, ob ich hier irgendwo was finde, was uns hilft. Und dann kann er hier auch was hin und her Ja. schicken. Ach, so meinst du das. Ach, guck. Okay, verstehe. Was, was? Ah ja. Was? Nee, alles gut. Ja, alles gut. Ich muss ja die selber zurückschieben. Ich kann mir immer nur einen Kreis aufmachen. Ich habe auch so Schiebedinger hier vor. Dann ist das hier bestimmt auch jetzt das. Okay, dann sag mal, wie viele Punkte du hast. So wie vorher, wieder 6 Stück. Oben. Nächste. Da habe ich nur 3. Unten links. Ja. Warte. Dann habe ich 5. Unten rechts. Ja, und dann habe ich 4. Rechts. Ich habe da jetzt kein Klicken gehört, Freunde. Aber es hat geklappt. Ein Ich hab, Schlüssel. jetzt habe ich dreieckig. Kriegst Schlüssel. du. Ja, kriegst du. Kipp. Mann, 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 Kipp, ungeduldig kipp, bist du. kipp, kipp, kipp. Ich wieder rüberkommen? Bestimmt, oder? Ich weiß gar nicht, was wir jetzt Ist damit die machen nicht. sollen. Irgendwo in ein Schloss stecken. Würde ich vermeiden. Oder war hier oben nichts? Noch ein Schloss vielleicht? Wir brauchen ja noch einen Riesenzahnrad für hier unten. Bei dir ist nichts, ne? Ich habe nichts gesehen. So. Ich rufe mal einen Fahrstuhl. Vielleicht war da oben ja noch was. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Da war ich gerade. Ach so. Sicher, dass du da alles hast? Ich bin ja hier gerade. Wir haben noch keine Tür, ja, keine Zu-Tür mehr. Ist alles offen. Was rüberschicken bringt, macht halt auch gar keinen Sinn, weil man kann ja einfach selber rübergehen. Ach so. Bin ich dumm? Ja. Ach so. Ach, guck mal, wir hätten das einfach. Oh Mann, ey.
Ups. Was denn? Noch nicht. Hast du's? Nein, ich will's nicht sagen. Doch, musst du. Ich hab's auch gesagt, dass ich verkackt hab. Ja, ich hab's eben auch verkackt. Da hinten bist du jetzt wieder. Warum? Warum nicht? Was hast du denn jetzt mit dem Schlüssel gemacht? Noch gar nichts. Ich finde kein Schloss, wo es reinpasst. Aber, hä? Okay. Hast du einen dreieckigen Schlüssel in der Hand? Nee, viereckig. Wieso? Hast du irgendwo noch ein Schloss? Ja. Ein dreieckiges. Wo? Sag. Sag sofort. Ja, komm! Hier auf deiner Seite. Aber das haben wir doch eigentlich schon einmal aufgemacht, oder nicht? Wo bist du denn jetzt? Wieder beim Strahler hier. Wo? Ach, guck mal. Ich mach gar keinen Schatten. Vielleicht bin ich ein Geist. Wo bist du? Ja, bei dem Projektor. Ja, über dir bin ich jetzt quasi. Da soll ich hinkommen? Nee. Aber nur wenn du einen dreieckigen Schlüssel hast. Also soll ich den Aufzug nehmen, ja? Das war doch gerade ein dreieckigen, oder nicht, den ich dir gegeben habe. Ich benutze jetzt den Aufzug. Komm nach oben. Ja. Du bist hier nicht. Ich sag ja auch über dem Projektor. Also nee, nicht da, wo... Nee. Schon so schräg. Also du musst einmal... Zue Tür. Doch, bei mir ist das zue Tür. Am Anfang. Wo bist du denn? Ich habe keinen dreieckigen Skoppel. Ruhe. Ich habe dir doch gerade einen dreieckigen rübergeschickt. Habe ich weggeschmissen. Ich weiß, wo du bist. Du bist versteckt. Du läufst einfach ohne mich. Du hast mich doch jetzt gerade... Ich habe dir gesagt, ich gehe jetzt rüber. Da schneide ich sowas von raus. Oh, auf gar keinen Fall. Mensch, du hast da ja einen dreieckigen Schlüssel in der Hand. Wo gehst du denn jetzt hin? Ich will weg von dir. Ich stehe hier neben. Ich renn weg! Nein, du steckst den Schlüssel da jetzt rein. Mann, ey. Einmal mit Profis arbeiten. Ich stehe schon wieder in dir drin. Mann, Mann, Mann. Hab ich. Hier. Oh Gott, das du hast so doch noch einen gelben Schlüssel. Ich kann den nicht wegschmeißen. Geh weg da. Mach das weg. Doch. Mach das weg. Ich kann es nicht wegmachen. Ich muss es erstmal abgeben. Ja, bleib stehen. Bleib stehen. Ich kann dir das abnehmen. Gott. Mein Gott. Mehr ist hier nicht. Ich will das Zahnrad haben, Per. Oh Gott, nimm du das, ich sehe nix. Oh mein Gott, du trägst das jetzt. Ich sehe gar nichts. Was du sagst. Ich sehe nix. Hilfe. Ich fall runter. Nein, fällst du nicht. Mann. Hab's geschafft. Bin einfach gut. So, jetzt komm hier hin. Drückst du schon? Ha? Sag mal, bist du eigentlich blöd? Du Scheiße. Steht da einfach auf derselben Seite wie ich und drückt auch. Spiel ist zu hoch für mich. Oh, da ist was passiert. Oh, es leckt richtig. Gerade bei mir. Ey, geh nicht ohne mich. Du gehst wieder ohne mich. Ja, jetzt musst du drehen anscheinend. Nee, und ich? Und auch was mit mir? Ja, weiß ich nicht. Jetzt ist vorbei. Kann ich drehen? Ja, keine Ahnung. Ich kann einen Knopf drücken. Ja, dann drück mal. Tschö. Hoffentlich fliegst du in die Tiefe. Da passiert jetzt gerade aber nichts. Doch, da passiert was. Nein. Doch, da passiert was. Ach, jetzt. Wow, tschüss. Oh, oh, nein, ich will da nicht hin. Oh Gott. Ab zu den Viechern.
Raus mit den Viecher! Der Panik-Lu. Ist echt so. Oh, es laggt richtig gerade so. Immer wenn es lädt, ne? Oh, das wird ein schönes Rätsel. Oh Gott, du bist alleine da? Das kann ja nichts werden. Sag mal. Also, ich habe hier einen Kompass mit so ganz witzigen Zeichen. Keine Ahnung, was du machen musst, aber ich kann hier, glaube ich, nichts machen. Also, ich fahre gerade irgendwie hoch. Muss erst mal warten, okay, bis ich angekommen bin. Wo fährst denn du hin? Weiß ich nicht. Hoffentlich nicht in die Decke. Oh, das ist ja zu hinter mir. Bobby. Entschuldigung. Oh. Bist du noch unterwegs? Ruhe. Warum? Bin gleich da. Ruhe, sagt er einfach. Das ist mir ein bisschen zu gruselig hier. Nee, du musst dich ja zusammenreißen. Meine Zuschauer sehen hier gerade nichts. Ich konnte hier gerade was betätigen. Beleuchten. Ja, was denn? Hast du da auch so eine Art Kompass mit drei Scheiben ringsrum? Ich muss mich hier erstmal ein bisschen nur umgucken. Ganz ruhig. Okay. Okay. Ganz ruhig. Ich fühle mich wie Indiana Jones. Oh, ich würde so gerne in deinen Stream gucken. In dem Multistream. Weck mich, wenn es weitergeht. Also, ich kann hier einen Code eingeben. Einen dreistelligen. Einen dreistelligen. Mhm. Ja, 1, 2, 3, 4 und dann der dritte. Ja, hast du irgendeinen Code? Ich habe Symbole. Und du hast Symbole. Um einen Kompass rum. Okay, dann sage ich die Symbole. Mhm. Also. 1. Die 1 ist das Symbol. Oder? Nein, 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 das ist der erste. Norden, also, Norden ist ja oben, ne? Dann hast du oben, richtig, oben den Regenschirm. Ein Regenschirm? Ja, das Zeichen sieht aus wie ein Regenschirm. Nee. Ich habe zum Beispiel einen Fernseher. Dann sieht das so aus wie der Einäugige aus der Monster AG. Ja, der kommt nach unten. Ja, zum Süden. Ja. Oh Gott, wie sollen wir das denn machen? Erzähl mal, wie das bei dir aussieht. Und da gibt es 4 Stück von. Ich habe die Seiten mit der Lösung quasi. Oben Regenschirm, oben rechts. Weiß ich nicht. Unten rechts ist ein Männchen. Ein X mit einem Kreis oben drauf. Unten rechts. Ja, also Südosten. Bei mir ist das Südwesten und am äußersten Kreis. Ah! Warte mal. Hier ist ja 1 bis 4. Du kannst bei dir aber Sachen einstellen. Wie viele hast du? Wie viele Symbole? Nein, wie viele von diesen Kreisen? Ein Kreis nur oder mehrere? Nee, ich habe alles nur einmal. Also du hast... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Symbole. Ja, das ist klar, aber nur ein Kreis. Du hast jetzt nicht 5 Kreise und überall sind die Zeichen drumherum. Also Norden, Süden, Osten, Norden, Süden, Westen, Osten hast du nur einmal dieses Kompassding. Und die 9 Zeichen drumherum. Okay. Kann ich hier noch was machen? Nee.
Aha. Bist du sicher, dass du das nur einmal hast? Warte, nein, Quatsch. Also, okay, du wirst wahrscheinlich einen haben mit runden Kreisen drumherum, einen mit viereckigen und einen mit fünfeckigen Dingern, oder? Ja, ich habe verschiedene Symbole. Ja. Okay, dann brauche ich das von dem Runden. Musst du, was Ja. ist oben? Der Regenschirm? Bei dem Runden. Nee, ich habe rund habe ich bei Nordwest und und Südost. Da habe ich zwei runde, jeweils ein rundes Symbol. Und welches? Was ist da Das drin? eine sieht aus Warte, wie so eine Schlange. sag noch mal die Richtung. Nordwest? Nordwest, ja. Da habe ich, das sieht aus wie so eine Schlange und eine Pusteblume. So eine Das muss Schlangenlinie. also die 3 sein. Sekunde. Okay, warte. Nächste. Bei Vierecke, Südost. Vierecke, Vierecke meine ich. Ach so, Vierecke. Habe ich drei Stück. Ja. Also ich habe da auch wieder in drei verschiedenen Richtungen, ne? Ja, sag mal eins. Himmelsrichtung. Nordost, Ja. Süden oder Westen? Sag mal irgendeins erstmal. Ich vergleiche das hier. Okay. Nordost ist ein Kreis und links oben und rechts von dem Kreis ist nochmal quasi so eine Klammer, Sieht irgendwie jeweils. so aus wie so ein Engelchen oder so, ne? Irgendwie. Oder Ja. Biff, Schmetterling oder so. Irgendwie. Mit Flügeln Nee. irgendwie. Warte. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Muss es Das aussieht sein. wie ein Schmetterling. Das ist es nicht. Das ist dann Südosten. Das ist so ein Strich und dann ist rechts ein C und auf der linken Seite ein umgespiegeltes C. Nordost ist ein Kreis und oben links und rechts sind quasi Striche von dem Ja, Kreis, also an genau dem das Kreis. meine ich, genau das meine ich. Ach So, so. und dann sag mal das nächste Okay. vom Viereck. Unten links, unten rechts hast du gesagt, ne? Nee, Süd. Süden. Nur Süden Süden. sieht aus quasi wie so ein kleines süßes Männchen mit einem großen Auge im Gesicht. Wie das von der Monster AG. Ja, und dann das nächste? Westen ist. Wie so ein Grabstein mit Ohren. Ja, genau. Okay, dann ist die 4. Jetzt nur noch das Fünfeck. Da ist im Norden, sieht aus wie ein Dreizack. Warte. Im Norden Dreizack. So ungefähr. Oder wie so ein Y und oben ist noch so was drin. Ich habe hier noch ein Buch. Nochmal von vorne. Hier sind die Fünfecke drin. Was? Bin ich blöd? Warte Ja. mal, warte mal, warte mal. Das war nur das Viereckding. Wir müssen eins nochmal neu machen. Die Kreise. Ja. Wir müssen den Kreis nochmal machen. Ja, okay. Sag nochmal Kreis. Wo war das? Nordwesten, Ja. diese Schlange mit der Pusteblume Ja. und Südosten der Schmetterling. Mit den Also beiden ein Strich. Cs. Genau. Okay, dann ist das die 2. Okay. Okay, und jetzt die Vierecke. Sagt das. Nordosten Ja? ist der Kreis mit den drei Strichen drumherum. Links, rechts und oben. Jeweils ein Strich. An dem Kreis. Nordosten? Ja. Oben rechts. Ja, das ist Nordosten. Was ist da? Ein Kreis. Und Vier, an dem Fünfeck, ne? Kreis. Fünfeck, nicht Viereck, sorry. Ach so, ja, du hast Viereck gesagt. Ja, sorry, Okay, Fünfeck. dann Fünfeck. Norden ist dieser Dreizack. Ja, habe ich auf 3 Sowas Seiten. in der Art. Null. Aha. Das nächste? Weiter. Ja. Osten ist, das sieht aus wie ein Typ mit einer Käppi, so ein Strichmännchen mit einer Käppi. Ja, okay, habe ich's. Das muss die 4 Ja. sein. Weiter. Nee, hab.
Fertig. Achso, okay. Ja, geht auf. Wundervoll. Ja, moin. Und jetzt? Ach, guck mal. Bist du da? Ah! Ah! Hä? Muss ich da jetzt wieder rein? Tatsächlich. Es geht weiter. Ich habe mich viel zu sehr erschrocken für das, was passiert ist. Echt? Klippt das mal jemand. Also, oha, ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. So, jetzt habe ich hier nochmal... Ach du Scheiße. Jetzt bin ich nochmal vor so einer Wand und habe hier so ein... Wie heißt das nochmal? Das gleiche Rätsel nochmal, ne? Ja, jetzt kann ich da nur was drehen. Ach, jetzt musst du drehen, was ich sehe. Okay. Also, Kreis. Oben Bügeleisen. Norden. Nee, Quatsch, das ist ja, ach, nee. Das ist ja unfair. Osten Bügeleisen. Nordwest. Osten Bügeleisen. Da habe ich aber keinen Kreis. Hast du da ein Viereck? Ein Fünfeck. Bei Osten. Aber guck mal, ich hab da... oh mein Gott, was soll ich lachen? Was muss ich machen? Was hast du? Was siehst du? Also ich habe hier wieder einen Kompass. In der Mitte ist eine grüne Leuchte. Dann habe ich wieder drei Scheiben um diesen Kompass rum. Mit jeweils in der ersten Scheibe sind wieder Kreise, in der zweiten Quadrat und in der dritten Fünfecke. Und dann habe ich aber in jedem Kreis noch eine rote Lampe an einer verschiedenen Stelle. Und ich kann hinten diese Platte, wo die ganzen Symbole drauf sind, drehen. Mhm. Aber nur die komplette Platte, so dass sich jedes Symbol ändert. Mhm. Ja. Okay. Und wo ist bei dir Norden? Oben. Ja, bei mir ist Norden links. Das haben die bestimmt extra gemacht. Hast du dann, dreh mal so lang, bis du im Norden beim Fünfeck dieses Männchen hast. Das ein normale. Männchen? Ein Männchen, ja. Ein X mit einem Kreis oben drauf. Ja, habe ich. Hab ich. Dann, und im Nordosten den Fernseher im Fünfeck. Nee, da habe ich kein Fünfeck. Einen Fernseher habe ich im Südwesten. Unten links. Aber du meinst ja, du kannst es, also bei mir leuchten die halt auf. Okay. Das heißt, ich soll jetzt im Fünfeck bei Osten den Fernseher machen. Wenn das geht, Nordosten. Und das Männchen im Norden behalten. Nee, das kann ich nicht behalten, weil ich drehe die komplette Platte. Also hinten komplett. Jetzt wäre der Fernseher im Osten. Im Fünfeck. Nordosten. Ach so, Nordosten. Da habe ich aber nur ein Viereck. Nordosten, Viereck. Bist du gerade sicher mit Osten und Westen? Ja. Okay. Du hast ja Nordosten gesagt, oder nicht? Hm. Ja, da habe ich nur ein Viereck. Vielleicht haben die das extra falsch rum gemacht. Hast du da, gibt's da wieder dieses Männchen mit dem Auge drin von Monster AG? Im Viereck? Wo denn? Im Nordosten? Ja, ich glaube, das habe ich gerade gesehen. Das Männchen aus der Monster AG, ne? Ja. Und im Norden Fünfeck, das Männchen, das X mit dem Kreis oben drauf. Ja, also es ist bei mir jetzt im Nordwesten. Checkt das jemand aus dem Chat? Sind alle weg. Was war denn zu hoch? Kann ich hier noch was machen? Ich kann hier gar nichts mehr machen. Ich habe nur ein Bild, was ich sehe. Ah, ich kann hier was machen. Ach man, Leute. Are you serious? Ja, ich kann hier was machen. Okay, ich kann umstellen auf Kreis, Viereck, Fünfeck und Sonne. Auf was soll ich stellen? Ah, warte mal. Du hast eben was gemacht. Ich ändere was bei dir? Ja, die Lampen leuchten bei mir jetzt. Jetzt bist du gerade bei Viereck, oder? Ja. Das Viereck leuchtet, also das... Der... Das Rad mit dem Viereck leuchtet bei mir jetzt grün.
Hallo. Oh, das ist gut, weil jetzt kann ich die einzelne Scheibe drehen und nicht alles, weißt du? Okay, dann dreh die Viereckscheibe mal so, dass du im Osten das Monster hast, Monster-G-Ding. Also, ich habe jetzt quasi, du musst das gleich dann nochmal ausstellen, aber ich habe jetzt quasi ein Viereck im Osten, im Südwesten und im Nordwesten. Muss ich so stehen Nordwesten lassen. Ist richtig. Und Süden. Nee, Südwest habe ich ein Viereck. Beides. Ah, warte mal. Warte mal. Bei mir ist Nordwest, Süd und Ost. Das Nordwest, Viereck. Süd und Ost. Ja, warte kurz, warte. So, jetzt habe ich Osten, Süden und Nordwest. Ja, und Nordwest ist das Monster AG. Ja, warte kurz, jetzt musst du und wieder Osten umstellen. Auch. Du musst umstellen. Auf was? Wie am Anfang. Dreh mal, ich sag Stopp. Ja, genau so. Und jetzt muss was im Monster, Nordwesten? Monster auf Osten und Nordwesten. Oh ja, ja, habe ich. Okay, dann machen wir jetzt Kreis. Kreis ist leuchtet im Osten, im Westen. Das war's. Ja, Osten und Westen, ne? Ja, ja, warte, ich stell's so um. Und dann habe ich im Osten Bügeleisen und im Westen... Ja, so ein B mit so einem Dach da drüber. Ja, so ein genau. Kleines B mit so einem Dach. Okay, ja. Gut. Und jetzt dann noch die Fünfecke, ne? Boah, die sind im Westen, Norden, Nordosten und Südosten. Ja, hab's. Wie? Carried! Whoop, whoop. Musst du nicht die Dinger nice. Noch, okay, die Dinger einstellen? Nee. Okay. Nö, das war schon richtig, weil ich konnte, kann die Platte mit den Symbolen, wenn ich die einmal richtig hatte, dann war das richtig. Okay, gut. Nice. Ich weiß gar nicht, warum du dich so erschreckt hast. So, Dalle. Und ab in die Treppe. Hui. Ach du Scheiße. Sollen wir hier jetzt schon einen Cut machen oder sollen wir noch weitermachen? Ich bin jetzt in so einer Arena, so sieht's aus. Ich auch. Passiert gerade noch nichts. Dann lass uns die Folge beenden. Ja, finde ich auch. Ist ein guter Zeitpunkt. Okay. Jetzt darfst du. Outron. Ja, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit der Folge. Lasst gerne ein Like auf dem Video da, gerne einen Kommentar da lassen, wie ihr das fandet. Gern auch bei der Jasmin mal vorbeischauen. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und aus ihrer Perspektive sich das Ganze anschauen. Ist bestimmt auch sehr witzig. Und dann machen wir das nächste Mal hier weiter an der Arena und bis zum nächsten Mal. Haut rein.